Hallo und herzlich willkommen auf meinem Videokanal. Heute ist der 10.07.2020. Heute war eine Freundin da, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen hat. Schon über ein Jahr oder länger. Und kleine Assistenten. Es wäre heute mein freier Tag gewesen, aber ich habe mich dafür entschieden, dass diese Freundin kommt, weil ich sie sehr vermisst habe. Es ist eine meiner besten Freundinnen. Und wir hatten heute viel Spaß. Viel Spaß und sie hat ihre Ernährung total umgestellt, aufgehört zu rauchen. Deswegen habe nur ich geraucht, aber und sie trinkt auch keinen Kaffee. Deswegen habe nur ich Kaffee getrunken. Aber sie ist da nicht so, dass sie einen beeinflussen will. Weil sie kein Fleisch isst oder so. Sie hat halt ihre Gründe, aber sie zwingt mich jetzt nicht dazu, auch kein Fleisch mehr zu essen. Und das wäre für mich auch nicht vorstellbar. Wir haben uns unterhalten über frühere Zeiten, über das, was letzter Zeit so in ihrem Leben passiert ist. Und sie lebt jetzt wieder in der Nähe. Und ich hoffe, wir können uns zukünftig noch öfters sehen. Wohl eher am Wochenende. Und nicht am Freitag, aber weil sie demnächst eine Arbeit beginnt, aber es wird sich hoffentlich einrichten lassen. Und ja, heute war ich auch bei Kerstin. Wir haben nur geredet und keine Übungen gemacht, weil ich momentan so schlecht schlafe. Und wir haben einiges besprochen, was das angeht. Zum Beispiel ziehe ich jetzt wieder in Erwägung für 2 bis 3 Tage nach Scheibs zu gehen, um mich dort richtig auszuschlafen, weil ich woanders immer besser schlafe als zu Hause. Und es ist nur eine Erwägung, aber es steht wieder im Raum und ich habe da ja mal mit einer Oberärztin gesprochen, dass wenn ich so schlecht schlafe und überhaupt keine Erholung mehr bekomme, dass mich auch medikamentös schlafen legen würden. Was Kerstin eher bezweifelt, aber ich habe es damals mit der Ärztin besprochen und vielleicht ist das auch eine Lösung, wenn es gar nicht anders geht. Natürlich sollte das in letzter Konsequenz passieren. Und noch bin ich noch länger nicht an dem Punkt, wo ich das in Erwägung ziehe, aber man denkt drüber nach. Das heißt aber nicht, dass ich das sofort machen würde. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das wirklich gemacht hätte, aber sie hat es mir in einem Moment, wo es mir sehr schlecht ging, vorgeschlagen und hat sich dann dagegen entschieden. Aber ich glaube, wenn ich so am Ende bin, dass ich, wenn ich gar nicht mehr schlafen kann, dann glaube ich, kommt das wieder ins Gespräch. Aber so ist es ja im Moment nicht. Ich schlafe sehr wenig und fühle mich nicht erholt. Aber gar nicht schlafen tue ich nicht.
Sonst habe ich mit Kerstin noch über meine Ängste gesprochen, die wir letzte Woche oder vorletzte Woche besprochen haben, die mich eher unruhig machen und diese entspannte Einschlafatmosphäre nicht ermöglichen. Ich habe aber jetzt alle meine Ängste abgewogen und ich kann sie nicht abschalten, aber ich kann sagen, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und dass es mir damit besser geht und dass ich jetzt nicht, dass ich jetzt nicht so unentspannt bin, wenn ich schlafen gehe. Ich merke nur langsam, dass meine Stimmung etwas einbricht und diese Müdigkeit sich auch auf die Stimmung niederschlägt. Und die Freundin, die bei mir war, hat auch eine Borderline-Störung und hat sich in den letzten Jahren immer mehr selbst verletzt. Und das sieht man halt auch aktuell. Verletzt sie sich selbst. Und solche Bilder von frischen Wunden, obwohl sie fast alles abgeklebt hat. Aber die Wunden, die ich gesehen habe, triggern mich so ein bisschen. Aber es lässt mich mehr oder weniger eigentlich etwas kalt. Es triggert mich etwas, aber auf der anderen Seite lässt es mich kalt, weil ich einfach damit abgeschlossen habe und das nicht mehr tun will. Und schon allein meinen Eltern zuliebe. Ich weiß, dass ich mich noch jeden Tag selbst verletzen würde, wenn ich meine Eltern nicht hätte. Aber das ist ja nicht der Fall und deswegen möchte ich das vermeiden. Inwiefern ich dann auf diese Narben und diese Wunden reagiere, ist halt schwierig, weil ich will nicht ständig hinstarren, aber irgendwie tue ich es trotzdem, weil es mich doch sehr irritiert und auch schockiert. Aber das ist nicht böse gemeint der Freundin gegenüber, weil sie kann nichts für ihre Krankheit. Genauso wie ich für diese Verletzungssucht auch nichts konnte. Ich habe es ja halt schon länger im Griff. Und das war das Schwierigste am heutigen Nachmittag. Aber sonst sind wir ganz gut klargekommen. Ich habe mich heute Morgen sogar geschminkt. Etwas Eyeliner sieht man hier noch. Da habe ich mit dem Duschen nicht ganz weggebracht, also ich war unter der Gartendusche. Deswegen kleben meine Haare jetzt etwas. Ja. Auch morgen kommt hier die Volkshilfe. So, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah, Ines.